TwinkGet.php. TwinkGet.php wird eine neue Function ab 40.26 von TwinkGet 3.1 sein, was wir Anfang nächsten Jahres planen zu releasen. Worum geht es jetzt bei TwinkGet.php? PHP ist ein Redundanzprotokoll. Auf Heldbus-Ebene haben wir schon lange mit TwinkGet eine Redundanzlösung für EtherCAT Redundancy, die wir schon lange bereitstellen. Nach oben hin, also die Ethernet-Schnittstelle von einem Controller, war bisher nicht mit Redundanz ausgestattet. PHP ändert das genau jetzt so. Was ist PHP? PHP stellt ein Netzwerk, ein redundantes Netzwerk bereit. Das heißt, es werden zwei Netzwerke aufgebaut, die unabhängig voneinander sind, hier in Blau und Rot dargestellt. Dabei werden Standard-Netzwerkkomponenten verwendet, sodass sie kein spezielles Equipment benötigen. Die Kommunikation erfolgt dann über beide Netzwerke in gleicher Art und Weise. Das heißt, der Sender und Empfänger müssen sich dessen bewusst sein, dass dort PHP gesprochen wird. Das sind bei uns dann die Controller, eventuell auf beiden Seiten oder auch nur auf einer Seite. Die Anwendungen, die allerdings diese PHP-redundante Verbindung verwenden, die müssen sich nicht dessen bewusst sein. Die benutzen diese PHP-Redundanz-Netzwerklösung, als ob es eine normale Netzwerkverbindung wäre. Das führt selbstverständlich dazu, dass TwinkGet.php eine Diagnoseschnittstelle bereitstellen muss, die auch in der Spezifikation festgelegt ist von den Werten her und die Sie per ADS abrufen können, entweder aus dem User-Mode durch ein spezielles, von Ihnen selbst geschriebenes Diagnoseprogramm oder auch durch die PLC selber, wenn Sie innerhalb der Echtzeit schon auf Redundanzfehler reagieren wollen.